Willkommen zurück zu einer neuen ultra krassen Folge South Park. Freut mich, dass du da draußen wieder ultra krass mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Ultramenschen, die das letzte krasse Video bewertet haben. Wir machen weiter mit der Story. Ich habe eben gerade mal ein neues Kostüm angezogen. Ich bin Mumienmann. Ja, der bin ich. Mumienmann. Cool, oder? Extrem cool. Oh, hey, kleiner Homie. Ich bin's, Classy. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Alter, Verbrauchsgegenstand. Yo! Königin der Fahrerflucht. The Black Bitch am Start ist immer gut. Gut, gehen wir hier rein. Ich darf solche Sachen sagen, denn ich bin schwarz. Na, mal sehen, was ist hier los? Wahrscheinlich dreht Cartman jetzt durch, oder? Ich meine, normalerweise arbeitet Cartman nicht gerne im Team. Und Cartman hasst es, wenn er nicht der Anführer ist. Er ist futsch! Der Plan ist weg, Mann! Timmys Franchise-Plan. Man kann ja kaum noch was erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Tim! Wer zum Teufel tut sowas? Ich wette, das waren die Sechstklässler. Nur die haben so wenig Stil. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Ja, Siri. Eine neue Videonachricht. Spiel sie ab. Vollbild. Wo sind wir hier? Hey, das sind doch Wunderhaus Eltern. Das ist eine Nachricht an Kuhn & Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Da! Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Was eine Scheiße! Wo ist Lehrjugendheit? Wunderarschs-Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs-Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Hearts ankotzt! Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer! Sag's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite! Wunderarsch, du glaubst mir doch, oder? Warte mehr! Ich beweis meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! Was hat er gesagt? Wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? What? Okay, schon wieder war die Synchro extrem beschissen, ja? Extrem fucking beschissen, was mich immer total nervt. Naja, die Synchro, nicht die Stimme, sondern... Ja, es fehlt einfach wieder Text. Hardcore schwul, wie man so schön sagt. Alter, was nehme ich mir? Ich nehme das hier mit, oder? Brutalist! Leute, wir haben alles. Wir haben absolut alles jetzt. Wir können absolut alles einsetzen, was irgendwie endgeil ist. Einfrieren. Einfrieren ist endgut. Boah. Timmy hat mir all die Fähigkeiten gegeben. Nehmen wir mal das hier mit. Gut. Hey, Wunderarsch, weißt du, dass du für einen Jungen ziemlich hübsch bist? Dankeschön, Butters. Du kleines Schnuckilein. Ein Küsschen aufs Nüsschen. Also, Mitch, Connor. Es war so klar, oder? Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst. Und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Mitch Connor hat auch immer wieder eine andere Stimme. Plötzlich irgendwie so eine komplett
saubere Stimme und dann wieder diese, sag ich mal, crunchige Stimme von Cartman. Angst vor ein bisschen Chaos? Das ist so nervig, Mann. Das ist echt Wenn schade. Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Jo, wo? Ist hier drin oder wie? Okay, gehen wir mal rein. Also damit haben sie schon ganz schön die Atmosphäre ruiniert. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Das meine ich schon wieder. Einfach abgehackt. Ich habe nichts gedrückt oder so. Das ist einfach so. Einfach zack, bumm, weg. Oh nein! Shitty Ninja. Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Ja, das glaube ich, in der Tat. Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht, den Staat, Selbstjustizler. Und jetzt? Du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, King Diaoma! Sechstklässler! Raisins Girls! Sie klauen uns unsere Jobs! Krebsmenschen! Haha, Selbstjustizler, alle sauer auf dich! Du bereit machen für Sterben! Oh, so ein Dreck! Okay, gehen wir's an. Diese Sechstklässler wollten bloß Titten sehen und du hast sie gekillt! Okay, Ninja, du zusehen! Ja, ich schaue ganz genau. Der Furz der Mumie! Erstmal schön hier auf den grabbigen Dude. Krabbel dich davon. Komm, einer geht noch, komm! Yes! Ich nehme meine Blutprobe! Also, der Krebsmensch darf als erstes angreifen, deswegen muss er weg. Na, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Check das hier mal, Jungs. Ein Sturm zieht auf. Okay, ich komme an den Rand. Ich könnte ihn wegholen. Oder ich könnte Classy rufen. Let's get Classy. Nein, wir machen den hier. Oder? Ja, weg ist weg. Donnerlichtchen. Wir Auftrag verkennen Kinder, nicht umgekehrt. So, als nächstes ist die Alte hier drüben dran. Aber ich glaube, wir übernehmen den. Die Schwester von meiner besten Freundin hat mit ihm zusammen Mathe. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Diabetes time. No more. Und drauf. Scotty, go. Schild. Du umleitest den Schwung von Feind auf Feind. 213, nice. Nein, sie macht Amore. Oh, deswegen hasse ich die so. Die Bitch ist fies. Ihr seid alle so interessant. Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln. Okay, wir versuchen... Hier komme ich nicht ran. Ich muss die Alte töten. Frissen und weg. Sehr gut. Du brauchst du Ninja-Training. Ich gebe Gutschein für schöne Rabatt. Alter, nice, nice, nice. Oh mein Gott, lass ihn in Ruhe. Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Alter, er gibt jetzt ihm hier, oder wie? Du guter Verbündeter. Gut den Kinder töten und nicht in Korean. Darauf kannst du Gift nehmen. Gut den Kinder töten. Dir blitz ich einen. Ah, zu früh. Ist du das noch auf? Ich verlasse mich auf dich. Drago Punch! So, mein Kinder tötet, Freunde! Kettendiabetes ist kampfbereit! Kinder töten ist lässig! Nicht jeder wohl mag Raisins Girls. Du nicht den Restaurant von ihnen? Oh mein Gott, du bist so fies! Oh no! Tweak! Shitty Ninjas zeigen, wie das geht! Okay, Tweak oder Tweak! Nein, Tweak ist down! Tweak ist so down! Gut. Sehr netter Kunde! Meine Sektenklasse startklar!
Alles klar, die Alte ist tot. Ich will mein Ulti einsetzen. Jetzt setzt's was. Aber ich komme nicht ran. Also machen wir den hier. Ah, Mist, schon wieder zu früh. Keine Ahnung warum. Ich nehme mit Ninja Schwert aufsitzen. Sehr scharf, sehr authentisch. Concentration. Reicht nicht. Mist. Dieser kommt zu lange. Ach komm, wir überspringen. So. Ja, gut, das ist zu weniger für die Bösen. Gleich kommt der Schwarm. Der Schwarm. Na, das ist unfair. Das packst du schon. So, jetzt sehen wir die mal. Das Ding, Alter. Oh, shit. Holy. Sanktionen, aber mit Inklusion. Alter, Blutrausch Deluxe. Mitch Connors Hut. Alter, ich finde dieses Mumien-Outfit mega geil, besonders wie meine Eier da unten rausbaumeln. Also, wo waren wir? Hier so. Viele Menschen gehen dorthin. Gibt es hier einen Friedhof? Vielleicht hier bei der Kirche. Wir dürfen keine Schnellreise machen, hat er gesagt. Wirklich jetzt? Also, echt jetzt? So voll im Ernst? Arschlord, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Ja, klar. Klar, Kumpel. Ich glaub an dich. Hey, Neues. Ich hab die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Katniss Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Also der Friedhof, oder? Ich meine, das würde am meisten Sinn ergeben. Das wäre irgendwie logisch. Ich muss ganz schnell hier noch zu den Bullen. Denn wir haben das letzte Poster hier abgegeben. Oder vielmehr dieser Steckbrief. Mal sehen, was wir als Belohnung bekommen. Ja, ich weiß, da oben ist so ein Tütchen, aber irgendwie habe ich keinen Bock, da hochzufliegen. Freedom Pals, hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Mosquito. Ah. Kleid ist irgendwie lässig. Friedhof. Ich würde sagen Friedhof. Das würde am meisten Sinn ergeben. Oder... Nein, die Polizei hat keine Tote. Ein Krankenhaus. Aber hier ist kein Krankenhaus. Doch, hier ist eins. Die Abtreibungsklinik. Geh schon durch. Das könnte vielleicht funktionieren. Können wir auch mal hin. Jetzt sind wir aber nah beim Friedhof. Also Abtreibungsklinik und Friedhof. Warte, hier ist der Pausenraum. Gehen wir mal hier hin. Dämonenkeller. Hallo, yo. Da ist der, mein kleiner Held. Hast du alle meine Fotos aufgehängt? Ja, und schon wieder wird's einfach so abgehackt. Noch nichts gehört, aber es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis diese Schauspielagenten anrufen. Hier, ich wollte dir ja zeigen, was in meiner untersten Schublade ist. Also hier. Was soll ich damit? Cool. Geil. Das war da drin. Gut gemacht. Du bist offiziell das erste schwarze Mitglied unseres erlesenen Teams. Fühlt sich toll an, oder? Du bist jetzt auf unserer Seite. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Ja, dann Abtreibung. Wenn der Tod verkauft wird, dann Abtreibung. Wo ist Abtreibung? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hier. Okay, dann... Der Hinweis ist ja mehr als eindeutig. Wer verkauft den Tod? Eine Abtreibungsklinik, oder? Ich meine, man tötet ja trotzdem. Dann gehen wir mal hin. Der Weg ist so weit. So verflucht weit. Ein paar Heldinnen gebrauchen. Ja, mach doch. Niemand hält dich auf. Laber nicht und werd eine Heldin. Wenn du denkst, du kannst sowas extrem Wichtiges. Bin ich hier richtig? Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer.
Wer denn noch? Bis zum nächsten Mal. Willst du das Babytreten fühlen? Solange es noch geht. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Das könnte es doch sein, oder? Hier wird der Tod verkauft. Und hier ist auch noch gesperrt. Verdammt! Was haben wir sonst? Sonst haben wir gar nichts, oder? Ich meine... Na, du kleiner Unruhestifter, siehst fesch aus heute. Waren wir jemals hier? Anscheinend nicht. Predator-Streifen. Ich bin der Predator. Oh. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Der Tod in allen Facetten, meint er einen Waffenladen? Oh Gott, ein Waffenladen? Ja gut, das würde auch gehen. Na, aber rein theoretisch, oder? Ich meine, Abtreibungsklinik verkauft man auch den Tod. Kann man wohl nachvollziehen, dass ich irgendwie darauf gekommen bin. Zumal da ja noch so ein Zimmer ist, das eben verschlossen war die ganze Zeit. Also, ja, hätte man durchaus... Okay, ein Waffenladen, na gut, das kann auch funktionieren. Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Ich mochte irgendwie Coon and Friends ein bisschen mehr. Ich war eher so der Coon and Friends-Dude. Okay, jetzt bin ich richtig, oder? Hey, Samen! Gern geschehen. Oh oh, Ninja, Ninja, nein, 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 nein. Ich hab keinen Bock auf Shitty Fights. Okay, also hier rein, ja? Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Okay, bist du besonders? Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt nochmal jemand. Ein Selfie. Wenn er das will, dann machen wir's. Daniel. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Okay, der Spielplatz, oder? Oder ich meine Sitze, Ketten, Spielplatz. Kann ich denn... Nein, ich kann... Oh, ich muss wirklich zu Fuß gehen. Das Spiel weiß echt, wie man Zeit schindet, ne? Also, die können das richtig gut. Okay, wir müssen zum Spielplatz. Denke ich jetzt mal, oder? Ich meine... Alter, der Spielplatz ist doch ganz da unten. Oh, verdammt. Cartman hat mich bei den Eiern. Ich meine natürlich, Mitch Connor hat mich bei den Eiern. Wenn ich nicht falsch liege. Halb Wüste, halb Dschungel. Naja, so ein Spielplatz hat Sand. Dschungel vielleicht wegen den ganzen Geräten. Nein, ich... No! Nix da. Alter. Hier ist ja alles. Yo. Schiebt euch eure Handy-Deals... in den Arsch. Und zwar mit Schmeckels. Okay, wir müssen immer weiter geradeaus. Keine Schnellreise. Ganz schön heftig. Wow, Alter. Wow, Alter. Ketten, 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 Ketten. Ketten, Ketten, Ketten. Das ist... Nein! Das muss der Spielplatz sein, oder? Wir werden es gleich herausfinden. Wie hast du das Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon.
Oh nein, er will mich missbrauchen. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Ja, ich verstehe. Er will mich missbrauchen. Wir haben eben die Veranda gereinigt. Für Propaganda. Ja, ja, die Veranda. Veranda reibt sich auf Propaganda. Das ergibt Sinn. Oh, fuck. Wir denken alle... Oh, hier, der Superstar unterstützt Mitch Connor. Das sollte reichen. Tut mir leid, jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Hey, wo sind meine Eltern? Er hat mich getrumpt und jetzt werde ich auch noch hier... Ich hab ihn. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Kacke, aber Ninjas. Ihr habt sie gehört, Freedom Pals. Los zum Gemeindezentrum. Ich hab grad Probleme. Fucking Ninjas. Trial begins. Der muss unbedingt weg. Beware the tiger in the grass. Das ist nicht so schlimm. Submit mit Ultimate Ninja Power. Okay, der ist tot. Sehr befriedigend. Gute Nacht. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Und so. Ninja Power und Momtus Robda. Donnerstag ist Wurzeltag. Ich bin dran. Ihr Wettes regelt das. So bitte, so als hätte das richtig wehgetan. Okay, der steckt in der Zange. Oi. Poison Ivy. Extrem. Naja, jetzt gehen wir zum Gemeindezentrum. Können wir die Schnellreise einsetzen oder immer noch nicht? Oh, ich habe irgendwas Neues bekommen. Irgend so eine Katze. Die magische Pussy der Erleuchtung. Alright, alright, alright. Wir schauen mal rein. Was ist das hier für ein Ding? Ich habe 726. Das ist echt kriminell gut. Jo. 733, aber wirklich weiter geht's gar nicht mehr hoch. Ich glaube, wir sind wirklich, ja, kurz vorm Ende. Kurz vorm Ende sind wir hier. Es kann nicht mehr so lange gehen. Mitch Connor eben. Alter! Furzen ist nicht nur eine Körperfunktion, es ist auch eine Geisteshaltung. Ja, und ich habe dir voll geistermäßig ins Gesicht geforktet. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Da kam auch ein bisschen Kacke hinten raus. Da war ein nussiger Abgang. Du hast nichts zu verlieren, Kunde, bis auf schlechte Empfangsqualität. Es lädt und lädt und lädt. Die Empfangsqualität. Fight or we don't get paid. Das ist kein Koreanisch. Yo. Was sind die anderen? Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, seht mal. Sieh an, die Freedom Pals und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts. Aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß was dann. Du treibst es so weit. Wir machen dem ein Ende. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir Mitch Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Mitch Connor! Wir können mit Spanner aufhalten, klar. Jungs, aber trefft nicht mich. Kennt ihr den Film Biber? Ja, mit Mel Gibson. Wo er denkt, so eine Biberhandpuppe ist real. Schaut ihn euch mal an. Erinnert extrem daran. Ah, könnte es sein, dass Kuhn die Wahrheit sagt? Jo, wir kommen ran. Was? Schockierend, was? Au! Au, Mitch Connor ist da drüben. Sorry, dass deine Eltern entführt wurden. Als Entführungsopfer kann ich das total verstehen. Ah, scheiße, ich hab gedacht, du hältst zu mir. Ja, mach ich ja. Sogar der Neue lässt dich im Stich, Kuhn. Nein, nein, ich halte zu dir. Merkt man doch, oder? Bam! Warum ist Cartman so fett auf einmal? Du bist doch arschig zu ihnen.
Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ah, ah. Nein, 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 Kuhn. Da springen wir drüber. 63 Damage. Sehr gut. Schütze, mach mich fertig. Mir wird von dem Scheiß ganz flau. Machen wir den hier. Angewidert. Das war ich. Kein Friendly Fire. Oh Mann, bin ich dran? Einfrieren, oder? Blitz und Donner! Ach nee, wir haben gedonnert. Oh, shit. Hätte ihn einfrieren können. Uns Eltern nicht entführt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Drago Punch! Au! Oh, Hundearsch! Saftsack! Neuer! Ich schwöre, ich bin hier nur die unschuldige Geisel. Ich glaub dir kein Wort. Ich glaub ihm auch nicht. Es ist Cartman. Mach Platz für Diabetes! Au! Bam, bam, bam! Die Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor. Okay, er ist geslowt. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Ihr Superhelden blutet ja so schnell. Spar dir deinen Spott und du wirst schwerfällig. Och ne, wie oft darf der jetzt angreifen? Macht der das? Schon wieder? Okay, wir holen ihn weg, oder? Hast du keine Ehre, Schurke? Okay, ist am Ende. Aber ich bin festgefroren. Ich bin geslowt. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Shit, ich komme nicht an ihn ran, ne? Aber so. Auf geht's. Jetzt wird's schwul. Das war zu leicht, oder? Da kommt noch bestimmt irgendwas hinterher. Fucking Mitch Connor. Sanktion, aber mit Inklusion. Wir haben wirklich gewonnen? Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt. Alter, Mitch Connor voll auf die Fresse bekommen. Voll auf die Hand. Ein Herrschaftsrezept? Wo sind Wunderarschs Eltern? Das erfahrt ihr nie. Nein, Connor! Scheiße, er ist weg. Kommt, schaffen wir das fette Stück Scheiße zur Basis. Wen meinst du, Jungenkeit? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern. Manchmal ist Folter die einzige Lösung. Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle Mann zur Freedom Pass Basis. Den Wichser quetschen wir aus. Was labert ihr? Ich bin's, der Kuhn. Was... Oh, der Kuhn. Der böse, böse Kuhn. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Mal sehen, wie das Ganze hier enden wird. Ob wir meine Eltern retten können. Im Grunde sind sie mir scheißegal, aber ja, irgendwie... glaube ich, sollten wir sie retten, oder? Es wäre besser. Wie immer, danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Bewerten nicht vergessen, ihr kennt das ganze Prozedere. Und... Tschüss!